Viele, die in Deutschland leben, denken, wenn sie Urlaub machen, gleich an den Süden, an Malle oder sowas. Es gibt aber auch an der Nordsee 12 deutsche Inseln und eine davon, die werden wir heute bereisen. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Ja, für uns geht's jetzt heute wieder los. Wir wollen mal auf eine deutsche Insel. Ja, und ich hatte ja ganz am Anfang bei dem Video, wo wir also den Campingplatz hier vorgestellt haben, gesagt, ja, wir waren noch nie an der Nordsee. Aber nein, also wir waren schon mal an der Nordsee, einzeln jetzt, aber noch nicht zusammen. Wir haben ja allgemein noch nie so viel Urlaub gemacht. Und ja, heute setzen wir mal über auf eine deutsche Insel. Ja, hier geht's jetzt rein für uns, ne Mops? Jupp. Wo geht's denn hin? Nach Wangerooge. Wangerooge heißt es? Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Ja, das ganze Schiff ist voll. Wir werden jetzt mal ablegen. Ja, es hat schon was hier, der Stellplatz direkt vorne am Wasser. Da sieht man auf jeden Fall immer schön ein Schiff. Kann winken, kann zurückgewunken werden. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man es genau sieht. Hier, bis dahin ist wirklich, dass dann bis dahin das Wasser ist. Sonst könnte die Fähre jetzt hier gar nicht losfahren. Also Wattwandern ist jetzt gerade mal kurz Pause. Es gibt immer so bestimmte Zeiten, wo man dann hin und zurück kann. Dann ist das schon der Hafen. Da vorne stehen zwei Bahnen bereit für uns. Die blaue wird sein. Da steigen wir jetzt mal ein. Die fährt uns dann ja, zur Zentrale auf der Insel. Und ja, von dort aus gucken wir mal, was hier so los ist. Ich bin ein Träumer, guck, ich hab das Peter-Pan-Syndrom. Für immer jung im Kopf, wo tausende von Fragen wohnen. Sky is the limit, ja, für manche, aber nicht für mich. Ich bin ein Nimmersatt, für den es keine Grenzen gibt. Hier kamen wir her, sind dann hier hochgefahren. Wir sind jetzt hier in der Innenstadt so gesehen. Ja, golfen haben wir jetzt nicht so Lust. Wir schauen uns hier mal um. Hier kommen wir zur ersten Attraktion. Das ist der Leuchtturm. Der ist nur leider geschlossen wegen Wartungsarbeiten. Und hier ist echt eine Dampflokomotive. Baujahr 1929, 140 PS. Einsatz von 1929 bis 1957. Ja, also Autos. Gibt es jetzt hier nicht. Vielleicht ein paar E-Autos. Also man kann sich jetzt hier super ein Fahrrad leihen. Hier sieht man mal so die Preise, wenn man hier sein möchte. Ja, ein E-Bike empfiehlt sich natürlich. Hat ja nicht jeder so wie wir ein normales Fahrrad noch und strampelt richtig am Berg. Ja, und hier kann man dann mal wirklich auf der Straße auch laufen. Ganz klar, wir pilgern jetzt wirklich mit den anderen allen, die mit dem Zug kamen, Richtung Innenstadt. Hier einfach mal umschauen. Ich denke natürlich, hier gibt es auch ein bisschen höhere Preise, ist eine Insel, ne? Eine Insel ist ja immer abhängig dann von außerhalb oder vom Festland, so will ich sagen. Jo. Aber habt ihr schon mal Urlaub hier gemacht auf Wangerooge? Kann ja auch schön sein, ne? Ist ein bisschen ungefährlicher für die Kinder. Natürlich ist auch ein Fahrradfahren dann gefährlich für ein Kind. Ja, aber ohne Autos, also hier gibt es ja unendlich Ferienwohnungen, das ist ja Wahnsinn. Ja, das hier sieht natürlich wirklich sehr, sehr einladend aus. Ne? Kann man sich mal kurz hier im Schatten, obwohl man merkt den Wind schon so ein bisschen. Mops hat auch ihren Pulli nicht ausgezogen. Aber wir pilgern Richtung Strand und ja, da wird man wahrscheinlich wirklich einen Hoodie brauchen. Also wir haben auf jeden Fall alle einen mit. Auf dem Weg nach Karolinsiel hatten wir noch einen Rossmann gesucht. Den gibt es wohl dann nur in Wittmund. Und ja, jetzt ist hier einer, ich weiß natürlich jetzt nicht, gibt es jetzt für euch wirklich teure Preise oder ist es gleich? Ist mal sehr interessant, wir brauchen noch Zahnpasta für den Kleinen. Der Mops sagt jetzt wirklich hier Zahnpasta, normaler Preis. Kino, mitten im Meer. Ja, aber warum auch nicht, ne? Warum soll es jetzt hier kein Kino geben? Man kennt es ja aus kleineren Städten, dann sind da halt kleinere Kinos oder braucht ja nur eigentlich einen Riesensaal. Ja, hier oben ist das Schild, 40 Meter nach links. Schauen wir mal ganz kurz rein. Ja, vielleicht ist das hier im Hotel oder 40 Meter können auch ein bisschen länger sein. Es soll hier auf jeden Fall ein Kino geben, jawohl. Da vorne, da sehen wir das Schild. Ja, und hier kommen wir eigentlich jetzt so zum zentralen Punkt. Direkt oben auf der Spitze. Kaffeepudding. So heißt das wohl. Das ist doch klar, wir wollen noch zum Strand. Es hört sich jetzt komisch an, aber wir lagen auch noch nie richtig am Strand. Da hinten sehen wir welche anbaden.
Ich habe den kleinen Badehose mitgebracht, mir selbst nicht. Also wenn es jetzt verlockt, der Strand sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Jetzt glaube ich, kann ich die deutschen Urlauber oder die Urlauber verstehen, die Urlaub machen. Es sieht wirklich traumhaft aus. Und irgendwie muss man doch anbaden. Na, jetzt nehmen wir es mit hier ab zum Strand. Hier vorne ist direkt ein Spielplatz. Hier können wir uns erstmal Lila lassen. Erste Mal für uns hier mit Mutti und dem Kleinen zum Strand. Ne? Also ist ganz schön windig hier hinten. Ich habe auch mal lieber hier hinten was im Nacken. Und ja, wo wir hier so sitzen, fällt mir wirklich die ersten Zeilen so von unserem Intro-Song so gesehen ein. Ne? Sommer, Sonne, Strandfeeling. Unser Ziel ist ganz easy. Wir wollen dieses Strandfeeling. Mit den Bummen auf der Landstraße, Finger auf der Landkarte, guck, wie wir hier lang fahren. Ja, also der Strand, muss ich sagen, der sieht wirklich wunderschön aus. Er ist schön hell, sehr gepflegt. Ich muss aber sagen, irgendwie bin ich heute, ach, mir ist kalt. Also der Wind, der geht hier echt durch und der ist echt frisch. Also und dann siehst du hier viele Leute nur mit T-Shirt, kurze Hose. Ich würde mir einen abfrieren. Also ich finde es wirklich frisch. Illo ist ja hier auch oben rum mit was lang. Diesen Wind, den darfst du echt nicht unterschätzen. Ja, der Strand, der war jetzt hier ganz easy zu erreichen. Ne? Einfach mit dieser Bahn, wo wir ausgestiegen sind. Geradeaus durch, bis es nicht mehr geht und dann bist du auch schon da. Ja, ich muss sagen, aber wir haben die Zeit so ein bisschen im Nacken, ne? Weil jetzt um 15.30 Uhr geht die Rückfahrt, also da steht 15.30 Uhr, aber 15.30 Uhr ist da nicht die Fahrt von der, von dem Schiff aus, sondern von dem Zug aus ist das die Rückfahrt, da muss man da sein. Und irgendwie, zack, man hat hier halt jetzt nicht so viel Zeit, aber es ist wirklich sehr, sehr schön und ich glaube, viele machen hier auch fest auch Urlaub, weil man sieht einige mit Koffern anreisen kommen, ne? Und hier sind überall auch Ferienwohnungen und Ferienhäuser und sowas. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Also ja, toll. Ist auf jeden Fall ein Tagesausflug wert, würde ich sagen. Und der Kleine, der ist da gerade vorne schön am Spiel mit dem Strand. Wir haben den hier im Auge. Der hat da so ein anderes Mädchen gefunden und ist da mit ihr da am Rumschippen und sowas. Also für Kinder ist es auch richtig toll, ne? Ja, der Preis hierüber hat 30 Euro pro Erwachsener gekostet. Ist schon recht teuer, aber irgendwie wollen wir das auch mal mitnehmen. Wir waren noch nie auf einer Insel, gerade von Deutschland eine Insel. Immer nur gehört, ja, Deutschland hat ja Inseln, der Sand ist wirklich perfekt hier. Wirklich und schön. Ja, wir müssen jetzt so langsam wieder los. Und in dem Preis, muss ich aber sagen, ist alles drin. Ne? Da ist ja die Schifffahrt mit drin und dann noch die Fahrt mit dieser Bahn auch noch mit drin. Und dann auch Rückfahrt und Rückbahn. Das ist übrigens von der Deutschen Bahn, ne? Ja, ist von der Deutschen Bahn. Ich weiß nicht, ob hier früher mal irgendwie ein Zug rübergefahren ist. Kann ja sein, dass wir das irgendwie, weil auch am Hafen drüben in Halensiel, da waren irgendwie so Schienen und war eine Bahn oder so. Hier war auch sowas irgendwie gewesen. Ja, war auch irgendwie was. Wissen wir nicht. Könnt ihr ja mal beantworten wahrscheinlich. Ne? Viele von euch haben ja hier wahrscheinlich schon Urlaub gemacht. Ja, wir sind jetzt wieder am Bahnhof. Und hier steht auf der Uhr oben oder auf dem Gebäude steht, kehre wieder. Na, ich weiß nicht, ob wir wieder kehren. Ich denke mal, wir würden, wenn eine andere Insel mal einfach dann erkundigen. Ja, wir sind hier wieder schön gelandet. Mops war gerade noch mit den Kleinen schön auf dem Spielplatz. Ich habe hier was zu essen gemacht. Und wir sind jetzt wirklich platt. Ja, warum wollen wir nicht nochmal darüber? Das war jetzt einfach wirklich, glaube ich, effektiv 2 bis 3 Stunden Zeit dort. Ja, man konnte sich irgendwie nicht so richtig niederlassen. Es war dann schon wieder so der Blick auf die Uhr. Oh nein, gleich kommt die Bahn und dann geht's wieder zurück. Und ja, ich denke mal, beim nächsten Mal sollte man morgens früh hin und dann spät wieder zurück. Aber es geht natürlich nicht wegen den Gezeiten. Die haben ja halt dann auch ihre Fahrpläne, sage ich mal, wann das Wasser halt hochsteht, wann sie das Wasser befahren können. Aber alles in allem war es trotzdem eine schöne Erfahrung, mal auf einer schönen Insel zu sein. Morgen planen wir das auf jeden Fall anders. Morgen ist ein bisschen Ruhetag und morgen ist eigentlich was ganz Spannendes hier. Es geht um Drachen und ja, die fliegen ja so ab und zu. Mal gucken, was dort zu erleben gibt. Ich sag dann mal bis morgen und tschüss.